Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Fortnite Battle Royale. Bis jetzt habe ich es nur in einer Form von angezockt gemacht und euch ein bisschen den neuen Spielmodus nahegebracht, aber heute spielen wir einfach mal eine Runde und ihr seht, Fortnite Battle Royale geht ab 26. September für jeden Spieler auf, ja, verfügbar. Und eine Teamvariante des Modus wird unterstützt. Also ab dem 26. September, ich dachte, das wäre jetzt schon für jeden öffentlich. Es ist ein Public-Test zurzeit noch, aber wie gesagt, am 26. geht's dann los und wir starten jetzt die nächste Runde. Ja, wie immer hier mit dem Partybus über die Insel drüber flattern und uns eine Absprungstelle suchen. Das ganze Prinzip ist wieder, ja, wir springen ab, wir werden looten, wir gucken, dass wir am Leben bleiben und auch in den Zonen bleiben. Ja. Das ist eben genau das gleiche Prinzip wie bei PUBG und ist es Battle Royale. Ja, ist eben so ein bisschen das Battle Royale-Konzept. Es gibt jetzt hitzige Diskussionen darüber und sagen, man muss den Spielmodus nicht neu erfinden und das hier wäre keine Kopie von PUBG. Ich sehe das anders. Ich sehe, das ist eigentlich eine ziemlich identische 1:1 Kopie, weil selbst die Map ist gleich, der Absprung ist gleich. Also die Map ist jetzt nicht komplett identisch, die ist natürlich auch ein bisschen kleiner, weil man ja eben keine Fahrzeuge hat, um schnell voranzukommen. Vielleicht sogar ein bisschen zu klein für 100 Leute, finde ich manchmal. Aber ja, das ist so meine Meinung. Aber ja, was gibt es denn anderes? Man kann bauen, ja, was aus Fortnite draußen ist, und man kann Gebäude zerstören. Und es gibt eben ja, verschiedene Loot-Stufen der Waffe, also Seltenheitsstufen. Und das ist der einzige Unterschied zu PUBG. Ansonsten ist es komplett identisch. Also es ist, egal wie schön man es reden möchte, es ist eine 1:1 Kopie. Macht mir aber nichts. Also ich habe nichts dagegen. Aber ich sag, weil jetzt so manche Leute sagen, man muss den Battle Royale Modus nicht neu erfinden. Der ist ja nun schon mal da. Ja, das stimmt. Aber man muss ja nicht genau das gleiche anwenden. Und das haben sie aber hier getan. Weil ich bin ja selber ein Ark Survival of the Fittest Spieler. Und die haben ja auch einen Battle Royale Modus und der ist halt komplett anders. Übrigens meiner Meinung nach auch skillbasierter als das hier. Klar, hier kann man auch Skill aufweisen, indem man gutes Aiming hat und so weiter, aber es ist eben auch viel Lootglück. Man muss landen, man muss eigentlich recht schnell eine Waffe finden, ansonsten hat man die Arschkarte gezogen. Man wird vielleicht schon erschossen, bevor man landet. Das gibt's nämlich auch. Gerade hier, weil die Map noch enger ist, ist das noch schwerer als bei PUBG. Bei PUBG kann man noch ein bisschen abseits springen. Das geht hier eigentlich nicht. Man hat eigentlich immer irgendjemanden in der Nähe und ja, das ist aber, finde ich, jetzt ein bisschen weniger skillbasiert, aber ist okay. Der Spielmodus ist so und das ist okay. Bei Ark Survival of the Fittest ist es anders, da startet jeder mit nix und du springst da oben runter und dann baust du dir alles selber, du musst es dir bauen. Das ist ein bisschen skillbetonter und deswegen schwitzt man auch mehr in der halben Stunde, wo man Ark Survival of the Fittest spielt, weil das ist ein Battle Royale Modus, wo du die Finger rund gehen lassen musst, wo nichts mit Lootglück zu tun hat. Das einzige Glück, das dort entsteht, dass du vielleicht ein Dinosaurier, weil die kannst du ja auch zähmen in der Zeit, dass du eben keinen ordentlichen Saurier findest. Aber ansonsten ist alles eigentlich abhängig von dem, was du in der Zeit anfängst. Und hier ist es nicht ganz so. Hier ist es echt ein bisschen glückbasiert. Aber ja, das ist eben das PUBG-Prinzip. Das ist aber nicht unbedingt obligatorisch für Battle Royale. Oh, aber jetzt genug darüber geredet, so mal ein bisschen, um euch Battle Royale zu erklären. Ursprünglich kommt es ja eigentlich vom Film 2000, der japanische Film, wo eine Schulklasse entführt wird. Und ja, ich glaube Abschlussfahrt war es, ich bin mir nicht sicher, es ist lange her, als ich den geguckt habe. Und die werden da entführt, da wird Schlafgas im Bus gemacht und dann kommen sie irgendwann auf einer Insel an, da kriegen sie so einen Sack, da kann alles drin sein, bei manchen ist ein Kochtopf drin, bei anderen eine Armbrust oder eine MP. Und dann müssen sie auf der Insel sich gegenseitig umbringen und da gibt es auch solche Death Zones. Daher kommt eigentlich Battle Royale, ich weiß nicht, ob die da noch früher kamen. Dann ging es ja auf Minecraft über, mit den Hunger Games auch. Arma 2 hat einen Battle Royale Modus und H1Z1 hatte einen King of the Hill, das ist auch ein Battle Royale Modus und das war wohl alles von Player Unknown, also dem Entwickler von PUBG, der mit PUBG dann sein eigenes eigenständiges Game gemacht hat. Also mal ein bisschen der Ursprung, also nach Battle Royale kam es dann ja auch noch die Todeskandidaten, hieß glaube ich, das war dann auch so ein Battle Royale von Verurteilten, die auf der Insel um ihre Freiheit kämpfen durften. Dann Tribute von Panem natürlich nicht zu vergessen, Hunger Games, daher kommt glaube ich auch der Begriff von Minecraft zum Teil, bin ich mir nicht ganz sicher.
aber nur mal so, dass es das gibt. So ein bisschen den Hintergrund. Ein Ziel ist es natürlich immer, alle anderen auszuschalten und als einziger übrig zu bleiben. Beziehungsweise in den teambasierten Modi, als siegreiches Team über zu bleiben. Und genau das machen wir. Und deswegen sind wir jetzt hier ein bisschen am Sneaky Peaky, am Sneaken, weil ich habe hier irgendwo was gehört und traue mich hier nicht mehr runter vom Dachboden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe PUBG nicht so viel gespielt und bei mir ist immer noch dieses Kribbeln drin. Ich weiß nicht, wenn er selber Battle Royale spielt, dann kennt er das ganz sicher. Wenn etwas enger wird, dann wird es ein bisschen kribbelig. Ihr bleibt nicht mehr so cool und gelassen. Ihr hört was. Oh, da seid ihr ultra vorsichtig. Das wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe, wenn man das öfters spielt, ein bisschen ruhiger, da werden die Hände ein bisschen ruhiger. Das war bei Ark Survival of the Fittest bei mir so. Wie gesagt, PUBG habe ich nicht so viel gespielt. Möchte ich auch gerne mal wieder ein paar Runden machen. Aber bei Ark Survival of the Fittest war es so, da war ich auch hypernervös immer. Vor allem, wenn es dann 1-1 im Finale ging und den Sieg, jetzt alles oder nichts quasi. Ne? Man hat dieses Gefühl, diese Anspannung, man hat bis dahin gearbeitet. Da hinten habe ich ein Rennen gesehen. Und ja, das ist dann eben so, da weiß man, mit jedem Fehler kann man jetzt alles verlieren, was man hingearbeitet hat, weil man will ja nicht Zweiter werden, man will ja gewinnen, das ist es ja. Und oh, da ist eine Tür aufgegangen. Und da wächst jetzt schon die Anspannung, ne? Wo kommt er jetzt? Wann kommt er jetzt? Bin ich jetzt cool genug oder ziehe ich das jetzt ordentlich durch? Weiß der, dass ich hier bin? Weiß er es nicht? Das sind alles so Fragen, die einem durch den Kopf schießen. Und meistens macht man dann Fehler, weil man eben nicht cool ist oder bestimmend. Aber hier, da siehst du, jetzt gerade auf die Treppe geschossen. Ja, und jetzt aber schön weggeholt, er hat uns nicht getroffen. Nice, das Überraschungsmoment war auf unserer Seite. Zugegeben, das war jetzt ein bisschen camperisch. Aber das muss man eben auch mal so spielen. Es ist eben, man gewinnt eben nichts, wenn man hier rumläuft auf der offenen Fläche und à la John Wayne, Mark John Wayne hier aufräumt oder wie Dirty Harry, ne, mit der Knarre in der Hand alles wegballert. Das bringt einem nichts, gerade am Anfang. Wie gesagt, die Map ist sauklein, da sind sau viele Leute drauf, mit 100 Leuten. Gut, das dezimiert sich ja richtig schnell, aber man muss eben dann einfach sagen, wenn man irgendwo in ein Feuergefecht involviert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass irgendein anderer das sieht, und bei jeder gegen jeden sind auch die Leute ziemlich viel killgeil. Ich merke es ja auch an mir, ich möchte ja auch gerne einen Kill haben oder so viele Kills wie möglich, aber im letzten Endes ist das scheißegal, weil wenn du anfängst zu killen und wirst dadurch entdeckt, dann hast du 3-4 Kills, ich hatte schon 2-3 Starter-Kills hier in dem Mode, aber dann wird man auch weggeholzt und ja, dann fragt man sich, hat es jetzt wirklich was gebracht? Toll, ich habe 3 Kills. Juhu, ich kann hier nichts freischalten durch Kills oder sonst was, zumindest mal jetzt noch nicht. Und ja, aber der Sieg, davon bin ich meilenweit entfernt, weil ich habe die Aufmerksamkeit aller anderen auf mich gelenkt. Also halte ich mich ein bisschen bedeckt, halte mich ein bisschen raus und versuche eben so lange wie möglich zu überleben. In diesem Fall ist es eben gut, weil wir schon ein gewisses Loot haben, das nicht schlecht ist. Ein blaues Sturmgewehr, grüne Pistole, grüne Pumpgun. Und vor allem wollte ich eben hier ein bisschen bleiben, weil hier noch direkt die Verbände liegen. Ich kann sie nicht mehr mitnehmen, leider. Dann müsste ich irgendwas anderes weglegen. Das möchte ich nicht. Also 3 Waffen möchte ich schon haben. Und die Granaten möchte ich auch mal noch behalten. Und ja, wir haben noch ein Medikit. Also wir haben schon 50% Panzerung. Das ist natürlich schön. Und deswegen hier ein bisschen sneaky peaky. Normalerweise würde ich jetzt auch weitergehen, wenn ich jetzt nur eine Pistole hätte oder sonst was. Noch gucken, sonst irgendwo looten. Aber wenn wir hier schon alles, wenn wir schon so beschenkt werden mit Gear am Anfang, warum? Warum sollte ich mich jetzt irgendwo öffentlich hinstellen, wo ich zur Zielscheibe werde? Das mache ich dann auch nicht, weil es ist auch eben immer noch ein bisschen taktisch. Ich habe es gesagt, man sagt oft gerne Gecambo oder Camber, aber die anderen Leute spielen auch taktisch. Zumindest mal die am Ende dabei sein werden. Und deswegen brauchen wir hier erstmal weiter nichts weiter zu machen, außer zu beobachten. Jetzt müssen wir eben gleich los, weil die Zone uns hintreibt. Und das wissen wir. Und bis dahin ballern sie eben schon mal ein paar weg. Und deswegen warten wir eben so lange wie möglich. Und gucken, dass wir dann eben noch rechtzeitig loskommen. Und hoffentlich weitestgehend ungefährdet. So, jetzt machen wir das nämlich. Und jetzt hänge ich natürlich erstmal im Busch drin. Das ist auch geil. Voll im Busch hängen geblieben. Verdammte Kacke. Der Heckenschütze, der Buschsniper, da hängt er. Oh, jetzt gucken wir, wie weit wir laufen müssen. Der Zirkel wird sich dann bald zusammenziehen. Also müssen wir los. Denn, wie gesagt,
Was ich hier auch, wie gesagt, die Map ist ein bisschen kleiner, deswegen muss man das ein bisschen rausfinden. Ich bin da noch nicht ganz so schlau, wie inwiefern man rechtzeitig loslaufen muss, dass man es noch schafft. So, da hinten sehen wir ihn. Mit der Pistole auf diese Entfernung zu schießen, ist auch so eine Sache. Habe ich auch schon des Öfteren gemerkt, dass die, wenn du ihn genau drin hast, trotzdem nicht trifft. Also, wie die Waffen hier genau ticken, das muss ich auch noch rausfinden. Das kriegt man auch nur raus durch öfter Spielen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt vielleicht nicht nur den alarmiert, sondern auch andere, die sich jetzt auf den Weg machen. Und da hören wir schon Schritte oder waren das unsere? Ne, da läuft irgendjemand irgendwo. Ja, und deswegen, es gibt noch so viele Ungereimtheiten. Da es keine Fahrzeuge gibt, wie gesagt, ist die Map eigentlich kleiner und man kommt recht schnell in die Zone rein. Man soll aber auch sein Glück nicht strapazieren, sorry. Denn, ja, wenn man es richtig gut macht, oder einige machen es eben so, dass sie halt schon früher in der Zone sind, dann haben sie natürlich das Feld mehr unter Kontrolle als jemand, der jetzt unbedingt in die Zone reinlaufen muss, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Und da laufen wir eigentlich in die offenen Arme der ausgerüsteten Gegner, die uns dann als Kanonenfutter ganz gern haben. Da läuft er. Okay. Ich will mich jetzt nicht verraten und schon auf ihn schießen, weil ich nicht weiß, ob ich ihn über die Kuppe da treffe. Wenn ich ihn einmal treffe, dann ist er weg. Wir haben keine Sniper oder sonst irgendwas. Also gehen wir ihm nach und gucken. Ah, da hinten ist was Blaues. Ich dachte, es wäre eine Snipe. Und bin deswegen noch gleich jetzt einmal zurückgegangen. Wie gesagt, habe ich nicht erwähnt, ich vertone es im Nachhinein, weil im Spiel konzentriere ich mich zu sehr momentan noch. Da möchte ich nicht live kommentieren. Mache ich das lieber nach und nach. Da kann ich euch auch ein paar interessantere Sachen sagen, als wenn ich jetzt hier spiele. Dann kann ich das mit ein bisschen mehr Bedacht kommentieren. So, jetzt sind wir hier oben. Warten wieder. Wir wissen, in 53 Sekunden wird die Mauer an ihrem Ziel sein. Aber wir können jetzt einfach nicht mehr ganz so vorstürmen, weil wir wissen, da unten läuft er. Und ja, sobald ich sehe, dass der läuft, kann ich auch ein bisschen weiterlaufen. Das Problem ist, wenn der jetzt irgendwo wartet, ja, der wird wahrscheinlich auch zuerst die Zone erreichen. Das ist das Ungünstigste, das Ungünstige daran. Der kann uns irgendwo erwarten. Und das möchte ich nicht unbedingt so. Und da wird schon geballert. Und wir sehen, die Zone kommt. Und wir werden auf jeden Fall drin sein. Also Energie verlieren durch die Zone. Und jetzt siehst du, jetzt müssen wir quasi laufen, obwohl wir hier noch viel Zeit haben. Später kriegt man mehr Lebensenergie abgezogen, wo drauf war, glaube ich. Wenn es so ist wie PUBG, ich bin mir gar nicht sicher. Ich war noch nie so oft außerhalb der Zone in diesem Mode bei Fortnite. Ich mag den Mode, ich mag die Grafik, ich mag auch das Bauen daran. Also, auch wenn ich hier sage, es ist eine 1 zu 1 Kopie, ich mag den Modus trotzdem. Ich mag ihn wirklich sehr. Macht Spaß. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich mittlerweile schon Teamer getroffen. Und Teamer sind immer Arschlöcher. Also im Einzelspielermodus, das ist richtig erbärmlich. Muss ich sagen, Leute, bleibt fair. Das ist Fairplay. Also, jeder will ja das Spiel auch ordentlich spielen. Und ihr nehmt den Leuten den Spaß mit dieser Scheiße, mit diesem Teamer-Kacke. Also bitte nur die angesprochen fühlen, die das fabrizieren. Das ist richtig behindert von euch. Richtig behindert. Und da könnt ihr euch auch nichts drauf einbilden, wenn ihr da ein bisschen gewinnt. Ihr spielt mit zwei Leuten gegen einen. Und das ist lächerlich. Das ist einfach absolut lächerlich. Ich verachte euch. Also diese Leute, die das tun, die verachte ich richtig. Das war bei ARK schon so. Ich war immer froh, wenn ich so scheiß Teamers ausgeschaltet haben, weil meistens können sie ja nichts, weil sie wirklich letzten Vollidioten sind. Oh, ja. Da war mal zu viel gebaut. Da habe ich ja lieber mal die ganze Bude in die Luft gejagt. Und da können wir uns wenigstens halbwegs sicher sein, dass uns keiner von dort in den Rücken schießt. Ja. Das, denke ich, ist aber auch alles gesagt, was die Teamer betrifft. Mehr sind sie der Rede einfach auch nicht wert, weil sie echt die letzten Menschen sind. So, Punkt. Aus. Aus! Wünsche jedem von euch einen Kopfschuss, also in Fortnite. Aber einen gewaltigen, am besten am Start vom Spiel, dass er gar nicht mehr weiterkommt. Oh, okay. Wir gucken uns natürlich weiter um, sind jetzt extrem vorsichtig. Es sind nur noch 8 Leute drin. Jetzt will man ehrlich gesagt nicht mehr abkratzen, aber wir bewegen uns
Auch gar nicht schlecht von der Position her. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Wir sind in der Nähe des nächsten Zirkels. Also können jederzeit dort rein. Und haben auch ein bisschen Ruhe. Jetzt sind es nur noch 7. Aber ich will auch natürlich nicht zwischen die Fronten kommen. Und deswegen jetzt mit Bedacht nach vorne. Das ist mal so ein bisschen Taktik, die ich versuche anzuwenden. Normalerweise spiele ich ein bisschen offener. Aber hier in der Runde habe ich einfach mal gedacht, komm, wir haben das Loot, versuchen uns wirklich mal taktisch zu verhalten, nur ein bisschen abzustauben. Ja, klar, gebe ich zu, ist ja ein bisschen dabei, weil wir erkaufen unsere Position quasi, dass wir jetzt Siebter sind. Wir haben nur einen Kill. Aber naja, das ist eben auch Battle Royale. Man muss klug spielen. Man muss nicht die meisten Kills am Schluss haben. Das ist scheißegal. Man muss nur als Letzter leben. Und ja, das ist eben Battle Royale, ne? Wenn man es so nimmt. Wie gesagt, das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe. Es bringt einem nichts, wenn man am Anfang 3 Kills macht und dann als Vierter tot ist. Dann mache ich keinen Kill oder einen Kill oder 2 Kills. Die Kills, die ich gerne hätte, um weiterzukommen. Oh, da haben wir schön getroffen. Der hat ein Schild gehabt. Das sieht man an der blauen Energie, die dann weggeht. Ja, der steht uns jetzt zum Beispiel ein bisschen im Weg. Auf den muss ich schießen, damit wir eben wirklich unser Ziel erreichen. So, jetzt kommt jemand. Ich höre ihn. Hat er ihn mal getappt? Wo ist er? Aber hier ist immer noch Feuergefecht. 7 Leute noch. Müssen ein bisschen aufpassen mit der Deckung des großen Baums. Das ist ganz gut. Und ihr hört schon, überall wird gerumst und geballert. Ich bin da auch ein bisschen nervös geworden. Wie gesagt, es ist wieder Top 10 Time. Also eigentlich so gesehen ein kleines Finale. Und da kommt er. Hör ihn. Habe ich ihn da zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Ach, der ist umgefallen. Oh, da sind nur noch 6. Nochmal hinter dem Baum geschlichen. Aber dann kommt ja bestimmt auch gleich der Mörder dorthin. Der, wenn es nicht der Sniper war, war er nicht weit. Und jetzt traue ich mich so fast gar nichts mehr. Fast gar nicht mehr um die Ecke zu gucken. Weil alles kann hier auch schnell tot sein. So, da ist er. Oh, der hat uns schnell drin gehabt. Der hat uns schnell im Ziel gehabt. Und trotzdem haben wir ihn noch erledigt. Boah, cool. So, jetzt haben wir einen zweiten Kill gemacht. Der war notwendig zum Beispiel. Der war jetzt notwendig. Und mehr Kills brauche ich nicht. Ich brauche die Kills, die notwendig sind. Es sind nur noch 4 Leute drin, Leute. Und ich habe 2 Kills. Ist egal. Was bringt mir das? Wenn ich hier 10 Kills habe oder so. Ist natürlich schön. Würde mich natürlich auch freuen, aber ich riskiere jetzt eben nichts dafür. So, jetzt habe ich da unten die halbe Bude, glaube ich, in die Luft gejagt. Wollte die Granate auch loswerden. Können wir hinten nochmal looten, wenn wir uns hintrauen. Ist natürlich eine gefährliche Sache. Das Loot, das ist ein bisschen sichtbar, aber mir bleibt eben auch nicht wirklich viel anderes übrig. Möchte nochmal aufbessern. Ich habe gesehen, da ist ein Snipe drin. Die Fallen, die bringen mir jetzt auch nichts. Brauchen wir nicht zu holen. Da noch ein legendäres Sturmgewehr. Das holen wir natürlich mit. Und jetzt, da ist die Snipe. Ich brauche hier viel zu lange. Aber ihr seht, ich nehme auch keine Munition mehr mit. Weil wir haben genug. Ich will jetzt einfach nur die Snipe und das legendäre Sturmgewehr. Und dann gehen wir weiter. Wir müssen nämlich jetzt auch wieder so langsam Richtung Circle. Und da sehen wir schon. Da hat es wohl ein paar Kriege gegeben. Es sind nur noch 3. Also. Wird spannend. Gleich wird der Kreis wieder kleiner. Ich glaube, jetzt zieht das sich schon zusammen. Ja. Kann sein. So, da haben wir die Granate reingeschmissen. Vielleicht hatten wir damit auch für ein bisschen Unruhe gesorgt. Und jetzt sind wir an diesem Baum. Weil dieser Baum hier ist eigentlich noch genau im Zirkel drin. Jetzt ist die Frage, wo ist der andere? Oder die anderen, die beiden anderen. Dafür fehlt mir einfach auch die Erfahrung, um das abschätzen zu können. Also muss ich mich nochmal extra detailliert umgucken und gucken, wo er ist. Ja, wenn ihr auch Battle Royale spielt, Fortnite, dann sagt doch mal, was war eure beste Platzierung oder habt ihr richtig Spaß dran oder spielt ihr auch PUBG? Was natürlich jetzt cool ist, weil PUBG gibt es noch nicht auf PS4 oder Xbox One. Noch nicht. Weiß nicht, ob es noch kommt. Ich glaube, es soll kommen. Auf der Xbox zumindest mal. Das ist, glaube ich, angekündigt, so viel ich weiß. Aber hier Fortnite könnt ihr eben Battle Royale auf Konsole spielen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder das erste der aktuellen Spielen, das auch. Oh, ich habe ihn gesehen. Oh, den komme ich nicht mehr weg. Oh Mann, komm weg. Ah, 5 Energie, Mann. Alter. Hier trifft er uns nicht, oder?
Ja, und da hat uns der andere das Leben gerettet. Jetzt ist die Frage, wo ist der? Wir müssen uns schnell verbinden, aber wir müssen auch gucken, dass der nicht kommt. Ich höre ihn. Schnell verbinden, hoffen, dass wir leben. Und das ist natürlich ein Vorteil, den Fortnite hier hat, dass es eben auf der Konsole möglich ist. Ist der jetzt um den Baum rumgelaufen? Ich weiß es nicht. Ich würde mich gerne noch verbinden auf 75%. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir müssen auch weiter, denn ja, der Kreis. Doch, wir schaffen es auf 75%. Nein, der Kreis ist doch jetzt ein bisschen weiter weg von unserer Position. Ich glaube, der ist da oben. Nein, da hinten ist er rumgekommen um den Baum. Scheiße, ich hätte das müssen im Auge behalten. Dann hätten wir gewinnen können. Naja, ein zweiter Platz mit einer ziemlich defensiven Taktik zugegeben. Wenn er mehr davon sehen möchte, dann schreibt es auch in die Comments. Mir macht der Spielmodus eigentlich richtig viel Spaß, abgesehen von den Teamers. Sowas kotzt mich dann an und auch manchmal die Chatgespräche, die ziemlich nationalsozialistisch sind, die mag ich auch nicht. Und da lasst das doch bitte, das ist einfach zum Fremdschämen, da muss man sich wirklich fremdschämen. Ne? Naja, das war ein zweiter Platz, ich hoffe ihr hattet Spaß und freut euch auf den Full Release von Fortnite Battle Royale am 26. September. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken, euer SpookyVF, haut da rein, bye! I need